bei der Silver Assi. Sehr. Hi. Wir fahren heute, keine Ahnung wie der heißt, AK917. Da steht's dran. Genau, da steht's dran. Die Firma hat mir komplettes Upgrade-Kit geschickt mit Querlenkern oben, unten, Radträgern, vorne, hinten. Neues Hauptzahnrad aus Aluminium, neues Ritzel, neuen Motorträger. Hat der auch Facken mitgeschickt? Nee, ne? Das brauche ich nicht. Und wir haben den Lüfter hier in der Karosserie hochprofessionell eingebaut. Das ist mega geil. Ja, das hat schon was. Braucht man so bei 30 Topspeed. Aber Arne, bevor wir loslegen, einmal, das ist mir jetzt ganz wichtig, ja. Alexander, gute Besserung. Gute Besserung, Alexander. Gute Besserung. So. Turboschnelles Servo, ist ganz wichtig. Wer den Sarkasmus nicht gehört hat, wird angemalt. Hast du übersetzungstechnisch zu den letzten was geändert? Ich habe einfach das Größte eingebaut, was ich da hatte und was mitgeschickt wurde. Anne, du weißt doch, er kümmert sich nicht so gut um seine Autos wie du. Ja, bei mir ist es auch, hängt es auch durch, muss ich sagen. Er ist immer noch besser als bei mir. So, Logger ist gestartet. Logger ist gestartet. Hier ist mein Auto. Okay, sorry. Akku drin. Da, Lüfter läuft. Perfekt. Licht läuft vorne auch. So. Hinten auch. Ja, Klimakleber haben wir auch keinen auf Straße, kann losgehen. Du gehst rüber oder was? Wir müssen heute ein bisschen vermehrt aufpassen. Hier haben wir natürlich Bombenwetter. Und es sind sehr viele Fahrradfahrer unterwegs. Deshalb. Frei. Müssen wir so ein kleines bisschen mit aufpassen. Was war Topspeed bei dem an 2S bis jetzt? 90. Frei. Frei. Oh, da fahren wieder die Quads da hinten. Frei. Ja, läuft doch so erstmal nicht schlecht, ne? Frei. Check mal einen Wecker, boah, das ist ja. Kommt ja auch pass. Oh, hörst du das? Hast du den Logger angemacht? Der blüht, wenn nicht, ne? So, komm mal ran hier. Frei. Nee, kommt nicht mehr schnell. Oh, schick ist er auf jeden Fall, ja. Ja, wichtig ist auch, wir haben Bluffhängen. Kommen auch von Rallo. Mal zeigen. Mit Bremsscheibenattrappen. Ist das geil? Mega. Macht das dann auch ein bisschen schneller? Weißt du, wie es heißt? Wer bremst, verliert. Oder Bremsen macht die Felgen dreckig. So. Das kann man gleich besser sehen auf dem Laptop. Wir sind an 2S 104 km/h gefahren. Ich sehe hier gar nichts. Das macht nichts. Das sieht man nachher auf dem Laptop besser. Vertrau mir. 104 km/h an 2S. Das hat sich so nicht angefühlt. Und jetzt fahren wir 3S mit dem Thilo K Spezialakku. Umgebaut vom Doktor. Ja, also Thilo, ne, du weißt Bescheid. Jetzt weißt du, warum du in meinem Video eine Rolle spielst. Thilo ist Anhängsel der Bash Crew. Aber wir müssen jetzt erstmal ein bisschen den Motor abkühlen lassen. Und dann geht's hier weiter. Bis gleich. Okay, tschüss. Winke, winke. 3S Thilo Spezial. Den hat Arne mir zurechtgelötet. Wie viel Milliampere hat er? Gut, alles. Okay. Weiß ich jetzt gar nicht. Muss Thilo fragen. 5000. Thilo, wie viel Milliampere hatte dein Akku? Bitte in die Kommentare schreiben. Auto anmachen macht auch Sinn. Sagen wir mal so, für die Möhre wird es reichen. Hallo. Der war eben schon ganz schön schnell. Der war schneller. Das stimmt. Der hat aber auch dreimal so viel gekostet. Das stimmt ja gar nicht. Was kostet die Bude denn so, wie er hier ist? So wie er hier steht, ja. Kannst du gar nicht kaufen. Aber mich hat der so viel nicht gekostet, weil das ist ein Sponsor-Video. Das interessiert ja gar nicht. Also 300 Euro kostet der RTR. Plus die Tuning-Teile, 500 Euro bist du auch. Ja, guck.
So, ich habe mir ein bisschen Expo in die Lenkung gemacht. Wir machen den Logger nochmal im Mann. Standard. Besser haben als brauchen, ne? So, Track, Start und Go. Gleiche Konstellation bitte wie eben. Sitzt gut da. 2-2. Money Maulwurf, genau. Ja gut, er hat eine kleine Silhouette. Na, läuft gut. Genau, und da musst du jetzt, genau. Ich geh nicht mit, ne? Doch, du kommst mit. Nee, nimm mal deinen alten Fotoapparat, ich hab da keine Lust zu. Money Maulwurf. Zu Arne heute Morgen noch gesagt, ich sag, mit dem Radio machen wir heute Ex oder Arschloch. Oder Speedrun oder gelber Sack. Ja. Ja, Arne, ohne Laufen ist Speedrun doch auch scheiße. Musst du doch zugeben. Hab ich gleich meine zwei Burger wieder abtrainiert. Ja, ja. Letztes Mal war das Armwalking. Ja. Aber der ist so schön gefahren, ne? Doch, konnte nur nicht bremsen. Wieso nicht? Weil er hat nicht gebremst. Nicht? Nein. So, da kommt gleich Fahrradfahrer. Hältst du die Kamera mal ein bisschen runter, wir brauchen ja keine fremden Leute zeigen. Dann müssen wir mal gucken, wo er überhaupt ist. Ist gut geflogen, ich glaube, so weit sind wir noch nie gefahren. Oh, die haben wir schon öfters Autos gesucht. Aber nicht da. Nicht da, ne. Wir haben da hinten, hinter uns, so 400 Meter, haben wir mal die Einzelteile vom Panda Tiger ER. Akku gesucht. Gesucht. Akku gesucht, Logger gesucht. Akku, Servohalter gesucht. Alles war weg. Logger haben wir eine halbe Stunde gesucht. Seitdem sind die... Moin. Moin. Seitdem sind die eingepackt. So, hier bist du irgendwo reingescheppert. Da, sehen. Na, guck mal. Die Schneise. Komm, da. Ja, ist aber perfekt. Perfekt eingepackt. Würde ich auch sagen. Ja. Musst du erst mal können. Ah, wie viel passiert? Okay, sieht heile aus. Alles gut. Ja, ja, alles gut. Setz auf Straße. Oh. Nee, da passt was nicht. Da ist nicht alles gut. Komm her, wir machen das mal eben hier. Dann zögern wir das Video nicht unnötig in die Länge. Hallo, das ist Deko. Hm. Ich wollte jetzt auf Stopp drücken. Ja, dann drück doch. Read. 142 km/h. Ich weiß, das sieht man auf dem Dings nicht, aber vielleicht das ist schon ordentlich. Alles klar, geil. Nicht schlecht. Wir sagen vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bei der Silva. Ciao.